Pflanzen Pflanz Natur selten sie seltsam kennt sie Otter der seltsam kennt sie es grünt mehr als grün, wenn Pflanzen und Pflege zur Lage passen. Tipps rund um die Sonnenuhr, vom schattigen Norden zum sonnigen Süden. Text, Karen Kor bestimmt erinnern Sie sich an die Lernstütze, im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Bleibt die Frage, wann bei Ihnen die Sonne scheint, damit Sie schon bald Ihre Blicke in einem Blütenmeer und die Nase in verführerischen Düften baden können. Warmen Sonnenstrahlen Sie mehr morgens, bereits zum Frühstück. Oder eher nach der Arbeit, als wohltuender Begleiter bis zum Sonnenuntergang. Die Bepflanzung von Balkon oder Garten sollte zur Himmelsrichtung passen, damit zarte, schattenliebende Blätter nicht traurig in der Mittagssonne hängen. Und Sonnenanbeter wie Rosen keine Opfer von Schädlingen und Pilzen werden. Ganz abgesehen davon, dass selbst frisch angehende Stadtgärtner Herzen höher hüpfen dürfen, wenn Tomatentopf oder Minibeet ideal im Licht stehen. Die richtige Vorbereitung im Frühling haben Sie alles in der Hand, zunächst jedoch Harke und Schaufel. Unbedingt den Boden auflockern, um Erde und Humus gut zu durchlüften, bevor Sie danken, denn das Auflockern verhindert Staunässe. Die oberen Bodenschichten können mit einem Kultivator beackert werden, einer Ziehharke mit leicht verbreiterten Zinken. Oder aber Sie hacken die Schollen mit einer Doppelhacke auf, damit sich keine Pfützen bilden. Wenn Sie Dünnen oder z.B. Gemüsebeete mulchen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Danach sollte der Boden ein paar Tage ruhen, bevor Sie Knollen oder Stauden einsetzen. Und wenn Sie direkt ins Gartenbeet aussäen wollen oder ganz junge Pflänzchen einsetzen, empfiehlt sich ein Schliff mit der Sternfräse, die macht die Erde krümelig fein. Schöne Schattenpflanzen für den Norden endlich kann es losgehen. Auch Gartenliebhaber mit Nordlicht müssen natürlich nicht auf bunte Augenweiden verzichten. Leuchtend blaue Akeleien zum Beispiel passen toll zu rosa und lila Kandelaber Ehrenpreis, entweder als Blumenfeld im Garten oder in einem schönen großen Topf auf dem Balkon. Christrosen gehören zu den ersten Blüten des Frühjahrs und bleiben lange, auch als kräftiges Grüner am Boden, während sich Fuchsienbäumchen oder Anemonen in die Höhe recken. Wahre Schattengartenjuwelen sind blauer oder Waldscheinmohn mit großen Schalenblüten. Auch fleißige Lischen und Lauren, die ihn genießen die Kühle der absonnigen Lage. Und natürlich Farne, zum Beispiel in der Nähe eines Rhododendrons im Garten. Auch eine Kombination von verschiedenen Farnsorten in Töpfen und Hängeampeln auf dem Balkon kann eine interessante Wirkung haben. Und nicht vergessen, im Norden eine echte Waldmeisterstaude wachsen zu lassen. Schließlich ist es nicht nur lecker, sondern ganz einfach, eine echte Maibowle mit echtem Waldmeister anzusetzen, vor der Blüte ein Sträußchen des Grüns 20 Minuten lang in den Bowleansatz hängen. Und hier noch ein Pflanztipp, auf direkte Sonneneinstrahlung verzichten können auch eine ruhige Hortensien, obwohl die Zierpflanzen mit den Blüten besetzten Dolden es durchaus hell mögen. Sie empfehlen sich also nicht für tiefen Schatten. Blumen für die Morgensonne im Osten im Zweifel ziehen Hortensien lieber in den Osten, auf einen schön besonnten Frühstücksbalkon. Im Garten mit Morgensonne hält es auch Flieder sehr gut aus. Sowie eine riesige Auswahl an Pflanzen, die es weder zu heiß noch zu kalt mögen, weil sie gerne ihre vollen Blüten in die ersten Sonnenstrahlen des Tages strecken, jedoch froh sind, wenn keine heiße Mittagssonne auf ihr zartes Laub herabbrennt. Margaritenbüsche und Bäumchen freuen sich im Osten auf den sieben nicht zu viel, nicht zu hoch auskübeln oder erdigen Ecken, am liebsten windgeschützt von der Terrasse aus oder vom Balkon. Auch an eine Weinrebe könnten Ostlagenbewohner sich wagen. Der Boden dafür sollte nur recht locker und nicht zu kalkhaltig sein. Die Wurzel im Pflanzloch so platzieren, dass die Verätlungsstelle etwa 2 cm über der Erdoberfläche herausschaut, halb mit Substrat auffüllen, dann reichlich Wasser angießen und anschließend mit Erde bedecken. Zum Hochranken reicht im Weinstock eine Hauswand, Spalier oder Pergola, im Garten ein sogenannter Weinbeerbaum, z.B. eine Ulme, an der die Sprossranken hochklettern können.
Das sieht nicht nur im Sommer appetitlich grün aus, sondern wird im herbstlichen Morgenlicht noch schöner. Mediterrane Flora im sonnigen Süden. Die Königin der Blumen liebt den Süden, Rosen sind Sonnenkinder, viele jedenfalls. Natürlich gibt es auch einige, zum Beispiel alte englische Sorten, die nicht rund um die Uhr die pralle Sonne anbeten wollen, aber es ist gut, wenn Feuchtigkeit schnell von der Sonne getrocknet werden kann, damit die dornigen Schönen keine Pilzkrankheiten bekommen. Mähen. Natürlich können Sie sich sicher sein, dass alle Pflanzen, die Sonne in ihrem Namen tragen, die Köpfe nonstop nach ihr verdrehen, Sonnenblumen oder roter Scheinsonnenhut beispielsweise, Geranien wachsen im Süden so üppig, dass sie Wettbewerbe gewinnen. Die extravaganten Blüten der blauen Fächerblume stürzen sich wie Wasserfälle aus Balkonkästen die Brüstung herab. Aber auch Oliven oder Zitrusbäumchen wähnen sich in gut besonnter Südlage nahe dem Mittelmeer. Warum also keinen Oleander pflanzen? Oder für erfrischende Spritzer in die Durstlöscher. Mittlerer Punkt des Gärtners: eine Zitrone in einen großen mittlerer Punkt Kübel pflanzen. Der Topf muss allerdings noch tragbar sein, damit Oleander wie mittlerer Punkt Bäumchen zum Überwintern in Wintergarten, Keller oder Garage getragen werden können. Auch Kräuter wiegen sich glücklich in der Südlagensonne. Rosmarin, Thymian mittlerer Punkt und Salbei konzentrieren im vollen Licht am meisten Aroma. Und nicht mittlerer Punkt vergessen, nicht nur das Kraut, auch mittlerer Punkt die Blüten sind essbar und machen sich köstlich auf Suppen oder in Salate gestreut, oder in weiche Butter geknetet für Brot zum Wein, abends auf der immer noch Sonnenliege. Im Westen ist immer wieder Neues möglich. Last but not least folgt die Westlage, denn die mögen viele Balkon- und Gartenbesitzer am allerliebsten. Nicht nur weil hier die Sonne den Feierabend versüßt und für romantische Sonnenuntergänge sorgt. Kapkörbchen, die wie zu groß geratene Margeriten aussehen, strahlen in kräftigem Violett, Gelb oder Weiß um ihre dunkle Blütenmitte. Sommerblumen wie die unkomplizierten Petunien verleihen mit immer wieder neuen Blüten aus Ampeln, Blumenkästen oder Körben. Bougainvillea erinnert an lauschige Urlaubsplätze im Süden. Das Beste ist, selbst Trendsetter des Urban Gardenings, des landwirtschaftlichen Gärtnerns mitten in der Stadt, schätzen bald reiche Ernten, wenn ihr Obst und Gemüse im Westen wachsen darf. Dann brauchen Tomaten, Paprika und Zucchini außer viel Wasser nicht mehr viel. Kleine Gurken wachsen ihnen quasi in den Mund, während der Grill das Steak dazu befeuert. Und um die Füße könnten orangerote Blüten von Kapuzinerkresse flammen, die das Grillgut würzen wie sonst nur Pfeffer. So blüht und blüht die Pracht schön lange. Das Gartenglück beginnt mit dem richtigen Einpflanzen, Ballen immer gut wässern, bevor Sie sie ins Pflanzloch setzen. Und es steigt, wenn Sie vor Blüte regelmäßig abschneiden und so für eine noch vollere Blüte sorgen. Welke Blüten von Rhododendren einfach rausdrehen. Und in der Hauptblütezeit daran denken, nochmal zu düngen, mittlerer Punkt.